griechische Gyrosto. Dazu von mit Butter einschmieren, dann Kartoffeln rein. Gesunde unterschiedliche Gemüse rein. Zwiebel ist auch gesund, auch rein. Und Knoblauch vergessen wir auch nicht. Feta-Käse unbedingt rein. Dann leckere griechische Gewürze. Salz, Olivenöl muss sein. Alle Zutaten gründlich vermischen. Günstige Zutat Wasser, fast kostenlos. Marinierte Gyrosfleisch. Ach, das riecht. Nochmal Feta-Käse. Draußen Grillbikets richtig am Glühen, Grillbikets unten, dann Dachofen drauf und restliche Grillbikets oben drauf. 2 Stunden warten. Nach 2 Stunden ist es soweit. Oben gebackene Gyrosfleisch und unten Kartoffeln, Gemüse, Feta-Käse und leckere Soße. Und so koche ich griechische Gyros einen Topf.